Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosocte Minecraft. Hier in Farben bunt und auf der Suche nach Knochen. Oh, die Hammond-Orgel im Hintergrund ist der Hammer. Ich könnte wieder hier ganz feucht werden. Fröhlich feucht. Ja, und ich bin hier nicht ganz alleine auf dem Server. Nee. Es ist noch jemand dabei, und zwar der freundliche Herr aus der Hölle, der Lucifer. Hallo Luzi. Hallo. Wie geht's dir? Fledermausland. Fledermausland? Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso Fledermausland? Was ist mit Fledermausland? Ist egal. Komm, jetzt musst du hast Fledermausland, ihr seid, das musst du mir erzählen. Ist egal. Nein, ich warte jetzt drauf. Du hast Fledermausland gesagt. Es ist einfach Fledermausland. Aber warum? Weil es einfach Fledermausland ist. Also bei dir gibt es erstmal keinen so einfach. Richtig. Wie lange spielen wir jetzt zusammen? 4, 5 Jahre? Viel zu lang. Und seitdem weiß ich, dass es bei dir keinen einfach so einfach gibt. Das gibt es bei dir nicht. Das ist ja. Das würde sagen, wenn die Regierung dann sagt, in 2 Tagen ist der BER fertig. Das gibt's nicht. Ne? Also, warum Fledermausland? Weil ich gerade ein Lied höre, wo es um Fledermausland geht. Du hörst ein Lied, worum es um Fledermausland geht? Ja. Was ist denn das für ein Lied? Für Vampire oder was ist das? Nö, das ist ein ganz normales, lustiges Lied. Ganz normales, lustiges Lied? Um lustige Fledermäuse. Nee, es geht eigentlich nur um einen Wohnwagen, der wo Räder hat und man kann nicht weiterfahren, weil man ein Fledermausland ist. Lass mir mal raten, Luzi. Das ist ein Lied, wo man so ein interessantes Blatt geraucht haben sollte, damit man den Text versteht. Nein. Nein? Nein. Nein? Nein. Nein? Nee. Aber Fledermausland. Ja. Also bei Fledermausland würde mir eine andere Melodie einfallen. Oh. Kommt drauf an. Batman. Batman. Der ist doch auch eine Fledermaus. Oder etwa nicht? Eine Transversit. Transvestanien, nee, Transsilvanien, jetzt haben wir es. Transsilvanien, Maus ist. Eine Transfilianien, Transfilian, oh Gott, ey, es wird immer besser. Na, du weißt schon, all diese Fledermäuse, Alter, mit den Vampire und so, ey, kennt man ja. Ja, 50 Shades of Vampire. Das wäre doch mal ein Buchtitel. 50 Shades um Vampire. Die trinken morgens um 4 ein Bier und dann gehen sie pennen. Weil dann kommt ja das Sonnenlicht. Ja? Den habe ich, aber den habe ich immer noch nicht gesehen. Das ist scheiße. Was hast du noch nicht gesehen? Den 50 Nägel im Arsch. 50 Nägel im Arsch? Ja. Was hast du für Filme, bitteschön? Dass du so schon seltsame Filme hast, das habe ich ja schon ein paar Mal festgestellt, aber... Ja, du hast ja den besten Film schon mal gesehen. Ja, Klaus der Gabelstapelfahrer. Nein, Staplerfahrer Klaus. Ach, Staplerfahrer Klaus, siehste. Aber du weißt schon, was ich meine. Also, ja, dieser Film. Gesehen hast. Dieser geniale, dieser geniale Splatterfilm halt. Ja? Das ist ein B-Movie. Also ich würde mal sagen, bei den Special-Effekten haben die da mehr ausgegeben als Roland Emmerich. Könnte gut möglich sein. Wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Explosion gewesen wäre, hätte sogar Michael Bay einpacken können. Okay, warte mal, wie hieß der nochmal? Da weiß nicht. Warte mal, du musst jetzt selber mal kurz... Du musst mal selber mal kicken. Oh, halt, der Luzi muss mal kicken. Ja, das ist ein Ding hier. So, wir machen noch mal ein paar Verschönerungen. Während Luzi guckt.
Der Luzi ist jetzt ein sogenannter Gucker. Der guckt einfach mal so rum. Jetzt. Aha. Peter Jackson. Aha, okay. Was ist mit denen? Ja, kennst du überhaupt die drei erfolgreichsten Filme von ihm, außer jetzt Herr der Ringe? Wo man eigentlich als allererstes eigentlich gucken müsste, bevor man überhaupt Herr der Ringe guckt. Dann klär mich mal auf. Also ich kenne mich mit den Regisseurnamen ja eh nicht so fett aus. Roland Emmerich oder Michael Bay, das ist halt nur durch Zufall jetzt noch ein Begriff, weil Michael Bay wie ein Goat Simulator und Roland Emmerich, ja, wie die ganzen Katastrophendinger halt weiß. Ja, aber das ist ja... Das ist ja der Herr der Katastrophen. Hat übrigens auch irgendwie seiner Frau zu tun, die sieht ja auch so aus wie... Oh Gott, der war böse. Oh, ich darf mal böse sein, ey. Lucy, du färbst ab. Na, endlich. Na, endlich. Endlich zeigst du Wirkung, wa? Ja. Oh Mann. Ja, also was für Filme hat er gemacht? Also. Also, okay. Wenn er also sagt, dann ist es eine längere Liste. Nee, das sind ja nur drei. Drei Filme und dafür machst du also? Also ich würde also verwenden, wenn das jetzt eine Liste, sagen wir mal von, wenn du noch eine Null ranhängst, also 30 Filme, dann würde ich also machen. Ne? Okay. Ich mach schon bei drei, also. Also. da wäre einmal Bad Taste. Bad Taste, schlechter Geschmack, würde ich sagen, auf Deutsch. Ja. Okay, kenne ich nicht. Dann haben wir noch eine richtig gute schwarze Komödie. Eine richtig gute schwarze Komödie? Ja, Meet the Feebles. Meet the Feebles? Meet the Feebles. Meet the Feebles, also Meet. Ja. Ja, Meet the Feebles. Meet wie Treffen oder Meet wie Fleisch? Scheiße, jetzt M-E-E-T. M-E-E-T. Ja. Ja, das ist das Fleisch. Nee, das Treffen. Das andere wäre mit A-M-A-E-T. Ja, egal, gut. Also das ist Treffen der Feebles. Wer sind die Feebles? Kennst du zum Beispiel, oder kennst du überhaupt die, das mit der Muppet Show? Dip, 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 dip. Ja, irgendwie, ja. Ja, und das ist auch mit Puppen. Das ist mit Puppen? Ja. Puppenfilme. Scheiße, das musste gerade sein, Luzi, tut mir leid. Nur kannst du das, was du, sag ich mal, kennst, kannst du in die Tonne schmeißen. Oh, okay. Also ein richtig guter Puppenfilm. Ja, das beruht eigentlich auf Sarkasmus von der Muppet Show. Oh, Sarkasmus und Muppet Show. Eine Art von Sarkasmus, den ich nie verstanden habe. Ich fand das nie sarkastisch. Nee, der Film ist halt der Gegensatz zu Muppet Show. Ach so, dann ist dann sozusagen der Sarkasmus auf die Muppet Show. Ja. Ah, okay. Kann man so sagen. Ah, so. So wird okay. Eigentlich das, wie soll man das ausdrücken? Die Muppet Show durch den Kakao gezogen? Nee, eigentlich nicht. Das der Kakao durch die Muppet Show gezogen? Nee, auch nicht. Das hat was mit Menschen zu tun und ihre Einstellung, ihre Gestik, ihre... Da werden Menschen durch den Kakao gezogen. Ja, das musst du... das muss man sich eigentlich eher angucken. Mhm. Um das, sage ich mal, zu sagen, ja, es ist so und so. Ich kann es halt schlecht erklären. Ich bin doch nicht so der gute Erklärbär, was so solche Sachen betrifft. Du bist kein guter Erklärbär. Nein. Ist aber sehr schlecht, wenn du jetzt was über Filme erzählen willst. Will ich ja nicht. Ach so. Es geht ja nur um und die drei Filme. So, also wir hatten einmal Meet Feebles, wir hatten das andere mit dem schlechten Geschmack und was ist der dritte Film? Muss ich mich korrigieren, es waren nur zwei. Ähm,
Wow. Ja, ich hab mich selber ein bisschen durcheinander gebracht, aber es sind nur zwei. Erst fängt da die Erzählung an, als wäre da jetzt eine Riesenliste zu erwarten. Nee, es sind nur zwei. Dann erzählt, dass es drei waren und jetzt sind es am Ende sogar nur zwei Filme. Ja, sei doch froh, dass es überhaupt einer ist. Meine Güte, dann hab ich ja schon mehr YouTube-Filme gemacht hier, also wirklich, also... Großer Regisseur, Luzi. Ja, der ja. hat 5 Filme insgesamt rausgebracht, die wo richtig gut sind. Die richtig gut sind. Ja. Ja, toll. Nur, dass, sag ich mal, die ersten 2 Filme kaum jemand kennt. Ah. Ja. Wenn du fragst, was hat Peter Jackson vorher der Ringe gemacht, guckt er dich wie ein Auto an und sagt er, hä? Hat der aber was vorher gemacht? Willst du mal lachen? Den Film Herr der Ringe habe ich mir auch nie wirklich angeguckt. Ich wollte mir den mal angucken. Ich selber dran schuld. Aber der hat mir nicht begeistert als Film. Ja, ihr mit euren Büchern. Hört doch auf, die Bücher mit dem Film zu vergleichen. Ja, das geht nicht. Das machst du aber automatisch, wenn du das geht nicht. Ja, wenn du den Film gesehen hast, dann vergleichst du das automatisch. Das ist normal. Nee, das darf man nicht. Ja, das weiß ich auch immer wieder, dass man nicht darf. Aber das Doofe ist, ich lese halt immer viele Bücher und kenne halt die Bücher halt. Und dann bin ich halt vom Film enttäuscht. Das ist automatisch. Da kannst du noch nicht mal steuern. Du kannst nicht Wälzer mit dem Film vergleichen. Seid ihr noch alle noch Banane im Kopf? Das ist aber automatisch. Du kennst die halt als Quelle, die Bücher. Das ist das Problem. Du weißt ja, wo die herkommen. Aber das muss man ausblenden, weil du kannst nicht ein komplette Wälzer mit detaillierte Sache, sag ich mal, in ein 2,5-3-Stunden-Film reinpacken. Das geht nicht. Das ist nicht realisierbar. Natürlich ist es nicht. Dann müsste eine Episode von einem Film mindestens 30 Stunden gehen. Ja, das wäre doch mal ein richtiger Film, meine Güte. Ja, aber wer hockt sich 30 Stunden ins Kino? Das machen Star Trek-Fans, Luzi. Das sind über 2 Tage. Das machen Star Trek-Fans, Luzi. Ist kein Witz. Wir gucken sie alle Star Trek-Filme und Serien hintereinander an im Kino. Kein Witz. Ja, dann, ja, schön, aber du wirst kein Mensch kaum Mensch erleben, wo dann wären die Filme nie so erfolgreich geworden, wie sie jetzt sind. Tja. Ich muss mir gerade feststellen, dass die schöne Sitzgelegenheit hier in meinem Triggerdorf ganz toll geworden ist. Gefällt mir. Oh Mann. Schick, so langsam wächst das Trägerdorf. Da kann man hier außen lang, hier kann man über das Gemüsefeld stachsen. Wobei das ich ja überlege, ob ich hier ein Tor reinziehe. Exos, das ist genauso. Nimm die erste Ausgabe von American Psycho. Lest dir das Buch durch von American Psycho. Mhm. Die Erstausgabe. Ja. Nicht das, was jetzt da rausgekommen ist und geschwärzt und alles drum und dran umgeschrieben worden ist. Mhm. Das ist uninteressant. Die erste Ausgabe von American Psycho. Lest dir die durch. Guckst dir den Film an. Könntest du hingehen und den Regisseur den Kopf abhacken. Das hast du leider oft. Da wird's, ist aber so. Ja, aber da wird es aber nicht nur diesen Regisseur erwischen, da gibt es ja noch einige andere Regisseure. Nee, du, ist es richtig brutal. Das ist richtig brutal. Das ist kein Film mehr, das ist eigentlich Kindergarten. Ja, du guckst dir mal Alien 3 an. diesen Gefängnisplaneten. Über die Alien-Sache will ich überhaupt gar nicht retten. Alien ist sowieso das Schlechteste, was je produziert worden ist. Oh, Luzi. Du kannst mir jemand sagen, was er will. Das ist das Schlechteste, was Luzi, was war weg? In dem kompletten Film geht es eigentlich nur um die Darstellung von den Aliens. Und das ist das Beste an dem kompletten Film.
alles andere, die Geschichte ist scheiße, der komplette Film ist scheiße, außer die Figuren, die Alien-Figuren. Alles andere ist Dreck, Müll, Scheißdreck, in die Tonne treten. Alter, du, ich sehe schon die Kommentare unter dem Video. So. Alter, Alter. Luzi, du bist ganz schön mutig, muss man ja mal sagen. Nicht schlecht. So, warum habe ich eigentlich nur Kies? Warum habe ich hier keine Erde? Habt ihr das alle durchgeguckt? Star Trek ist auch nichts anderes als ein wissenschaftliches Projekt in meiner Hage. Star Trek ist ein wissenschaftliches Projekt. Das heben wir uns für die nächste Folge auf, Luzi, weil wir haben 40 Sekunden überzogen, während ich hier die Erde suche. Wir sehen uns dann sozusagen morgen, wenn ihr wollt, mögt, könnt, dürft. Gerne wieder. Und dann gucken wir mal nach, warum Luzi Star Trek als wissenschaftliches Projekt behandelt. Also, ciao, ciao, bye, bye und cheerio. Tschüss.